wieder euer Stahlverbieger und das sind wieder eure 5 Minuten. Heute geht es mal um ein ganz interessantes Thema und zwar, ich habe eine Frage bekommen. Jemand hat einen Zeitungsbericht gelesen, in dem drin stand, dass die E-Gitarre am Ende sei, bla bla bla. Also grob der Inhalt, also E-Gitarre am Ende. Rein wirtschaftlich gesehen ist es so gewesen, dass in dem Bericht, der dort publiziert wurde, letztendlich eigentlich nur drin stand, dass die großen Konzerne Gibson, Fender rückläufige Verkaufszahlen haben, die alarmierend sind, wie sie so sagen. Ja, da muss, also ich finde, wenn man das also betrachtet, muss man eigentlich aber auch mal alles zusammenzählen. Ich persönlich glaube, dass die E-Gitarre überhaupt nicht, sondern ich glaube eher das Gegenteil. Denn so wie hier jetzt YouTube-Kanäle, also mit Lehrvideos für E-Gitarre, die schießen ja an jeder Ecke wie Pilze aus dem Boden. Ich glaube, die Leute kommen auch viel einfacher an Informationen ran. Das heißt, wo man sich früher Noten kaufen musste, kann man sich jetzt im Internet welche bestellen. Internet ist überhaupt das nächste Thema. Dann eben halt kann man eben halt ja sich Noten auch im Internet runterladen, generell. Also nicht nur kaufen, sondern generell gibt es ja Portale, wo das auch umsonst geht. Leute können sie selber hochladen. Wie ich schon sagte, es gibt Lehrvideos. Also von daher glaube ich, dass die E-Gitarre boomt. Jetzt ist das Problem natürlich für die großen Konzerne schlicht und ergreifend. Es gibt jetzt eben halt das Internet und viele Menschen bestellen sich ja jetzt nun seit einigen Jahren eben halt ihre Sachen auch im Internet, auch Musikinstrumente, und da muss man jetzt auch bedenken, dazu gehört ja auch der Gebrauchtmarkt, also eBay und Co., eBay Kleinanzeigen und auch sämtliche anderen Gebrauchtportale. Also es kursieren da ja genügend Musikinstrumente rum. Was jetzt noch dazu kommt, wie ich finde, ich empfinde das eher als im Moment als Boom der E-Gitarre. Es kommen ja immer neue Entwicklungen dazu. Vielleicht schon mal gesehen, es gibt so einen Typen, der hat so eine Gitarre aus, ich glaube, sie ist tatsächlich aus Titan gefertigt oder was, ich bin mir nicht sicher, die aussieht wie so ein Fischgerippe, wo überhaupt kein Holz mehr dran ist. Oder eben halt Gitarren aus dem 3D-Drucker, das ist jetzt das Nächste, was auf jeden Fall auf uns zukommen wird. Und also man kann da nicht davon reden, dass die E-Gitarre erfährt meiner Meinung nach gerade eine totale Entwicklung, also was das angeht. Ob das jetzt alles gut oder schlecht ist, ist relativ. Aber na klar, da müssen halt die großen Konzerne denn mal ein bisschen was von dem großen Kuchen halt abgeben. Ne? Es ist ja auch so, man muss ja auch mal sehen, die E-Gitarre ist jetzt ja auch schon ein bisschen älter und die E-Gitarre ist ja nicht wie ein Handy, ein Wegwerfprodukt, was nach 2-3 Jahren vollkommen veraltet ist und was man dann eigentlich wegwerfen kann. Sondern alte E-Gitarren, wenn sie denn einen etwas höheren Wert haben, sind ja durchaus Sammlerobjekte oder eben halt sind eben halt gute Player geworden. Also sind für Leute was man behält und nicht wegwirft eben. Und es ist ja nun mal so, nicht jeder kann sich jedes Jahr eine neue Gitarre kaufen, wie bei einem Handy zum Beispiel. Oder alle 2 Jahre oder was. Ne? Und ich glaube, da ist es dann einfach so, dass die maximale Zahl der Instrumente, die man an jemanden verkaufen kann, einfach zwangsläufig kleiner wird irgendwann, je länger es das gibt. Was natürlich auch noch dazu kommt, meiner Meinung nach, man muss bedenken, im Moment gibt es ja so viele Gitarrenhersteller wie noch nie. Zum einen große Hersteller, aber eben halt auch Gitarrenbauer, die eben halt Sachen herstellen, auf Kundenwunsch denn vielleicht auch. Und sowas schießt natürlich auch wie im Moment wie Pilze aus dem Boden. Und die haben auch wieder, dank des Internets, natürlich wieder Zugriff weltweit auf ihre Kundschaft. Und also das sind, glaube ich, die allgemeinen Entwicklungen. Ich glaube, von dem Ende der E-Gitarre kann man hier noch lange nicht reden. Und ich denke sogar, dass es eher umgekehrt ist. Dass die E-Gitarre und auch sämtliche anderen Instrumente eigentlich eher so eine, gerade eher total angesagt sind. Ne? Also wohin sich die Musik entwickelt, das kann man natürlich nicht sagen. Aber ich glaube, so Rockmusik oder so, das wird nie tot sein. Das glaube ich nicht. Wie ist denn Ihre Meinung zu dem Thema? Das möchte ich gerne mal wissen. Alles klar, schreiben Sie bitte mal was in die Kommentare. Vielen Dank.